Caro Nationalrat Enrico S. von Partito SVP. Ui, e dann anche die Partei SVP. Eigene Partei. Ragazzi, es ist einfach Öl ins Feuer in der Rühre, wenn wir jetzt wieder eine Diskussion machen. Die Einbürgerlichen, die Lichter, die Einbürger, die Terzos müssen ihren Pass wieder abgeben. Hey, ganz ehrlich, Enrico, das macht sie nicht zum besseren Schweizer. Hey, das macht auch Secundus nicht zum besseren Schweizer. Weil Ausländer, die einbürgerlich haben, die wissen ganz genau, es gibt eine Abstufung zwischen einbürgerlich, Schweizer und Eidgenoss. Eidgenoss wird man sowieso nie als Ausländer. Aber ist ja so, auch so, es gibt kein Drama, man muss kein Theater machen drum, oder? Das ist ja so. Und ich sage, wenn die Terzos, die einbürgerlich werden, erleichtert, ihre Pass auch kein Pauten. Wegen dir geht die Welt nicht unter. Und wir Ausländer in der Schweiz wissen genau, wenn am Mittwoch die Welt untergeht, heisst das noch lange nicht, dass die Schweiz mitgeht. Weil dann gibt es in der Schweiz, wenn am Mittwoch der Weltuntergang ist, zuerst eine ganze gepflegte Arena-Diskussion. Und dann sind auf der einen Seite vom Pol die sagen, wir müssen uns solidarisch zeigen, wir können nicht schon wieder einen Alleingang machen, wir können nicht den Schweizer Weg gehen, der Rest der Welt ist am Mittwoch untergegangen, wir müssen auch mitgehen. Und dann sind die anderen von der anderen Partei dort, die sagen, ja, wir machen doch nicht in den Scheissdreck mit, was die anderen gemacht haben. Wenn der Mittwoch der Welt untergeht, heisst es noch lange nicht, dass die Schweizer mitgehen. Wir bleiben da. Hey, das kommt gar nicht in Frage. Und was siehst du am Samstagmorgen mit den Unterschriftenbögen auf dem Dorfplatz? Wollen sie auch unterschreiben, die Initiative, dass die Schweiz mit dem Rest der Welt untergeht? Hey, 10 Jahre haben wir 3 Initiativen, 2 Referendum und in 2027 sagt dann die Schweiz, jetzt gehen wir auch unter. Und der Rest der Welt kommt schon wieder retten und sagt, mit nicht gehen, ist ein Scheissdreck gewesen. Also, kein Theater machen, wegen dir geht die Welt nicht unter. Und mit 2 Pass beherrschst du das Doppelpassspiel perfekt.